Sorry! Wir sind hier hoffentlich in Game Nummer 1 von Belcampo gegen Fuego Elo, so wie ihr das wolltet. Und ja, was kann man dazu sagen? Beide Spieler haben, glaube ich, bisher noch nicht verloren. Deswegen bin ich... Fuego Elo hier gerade mit dem Kill. Sehr schöne Conversion und ey, das wäre crazy. Also wenn er Belcampo besiegen würde, dann wäre er, glaube ich, safe weiter. Wobei, dann würde das so eine Situation sein wie letztes Mal. Letztes Mal war es ja so, dass... ich glaube, das war der Linotox-Pool. Ja, das war der Linotox und Getty, glaube ich, auch. Jedenfalls war es so, dass das alles even war. Und dass es praktisch darauf ankam, Head-to-Head, wer mehr Games hat. Und, nee, Moment. Selbst das war even und deswegen ging es zu Head-to-Head. Und dann, weil er halt gegen Linotox gewonnen hatte, war es so, dass er weitergekommen ist. Zwar mit Hollowman, Skaddy und Linotox. Wir sehen jetzt hier gerade schon den zweiten Stock einfach von Belcampo abgezogen von Fuego Elo. Der spielt hier einfach gerade Crazy Main. Genau, das Lino-Gate. Und das könnte hier das Fuego-Gate sein. Jetzt hier gerade ein Stock von Belcampo gezogen. Der muss ja aber einiges leisten, um noch zurückzukommen in diesem ersten Game und wieder clean hier gerade von diesem Dark Young Link. So, jetzt hier gerade mal ein bisschen Zeit für Belcampo, ein bisschen Damage zu machen. Macht hier Ink den Dude voll und damit wird auch der Damage stärker. Oh. Ja, okay. Kommen und nicht bekommen. Also, wir sehen auf jeden Fall, dass Fuego Elo super clean ist mit seinem Young Link. Und ich freue mich, dass ich den sehe. Also, ich mag auch seine Lucina, aber sein Young Link ist ziemlich insane. Tatsächlich. Und hops genommen mit Nair, Nair, Down Air. Er dachte, er könnte irgendwas punishen, aber Nair von Young Link, man kann ja die von Link kaum punishen. Und die von Young Link ist noch besser. Also noch weniger Lag zumindest. Sehr, sehr gut gerade hier. Schon mal ein wichtiges Game hier gerade für Fuego Elo gegen Belcampo. Belcampo hat 3-1 gegen den First Seed gewonnen. Ich glaube, das war Skaddy. Skaddy, der ja vor 2 Turnieren, meine ich, sogar gewonnen hat. Deswegen schön die Elo. Schön ein bisschen Punkte farmen. Und jetzt, könnte es spannend werden, wenn jetzt zum Beispiel Skaddy gegen Fuego Elo gewinnt, dann sind wir wieder in so einer Dreiecksgeschichte. Also Fuego Elo hat hier gerade schon ein Game. Und wenn das hier irgendwie ein 3-1 für Fuego Elo sein würde und auch vielleicht ein 3-1 gegen Skaddy oder von Skaddy gegen Fuego Elo, dann sind wir hier schon wieder in so einer Geschichte. Also ein Upset hat Belcampo schon geleistet. Gerade sieht es nach einem Upset für Fuego Elo aus, wenn er das Ganze hier outklatschen kann. Im Moment spielt er sehr clean, auch wenn er on Stream spielt. Eigentlich mag er das nicht so. Aber hey, ist doch voll nice. Jetzt kann er das Ganze auch analysieren. Und im Moment, wow, er macht das richtig gut im Moment. Richtig gut. Einer der Hidden Bosses, würde ich schon fast sagen, im Moment. Also der spielt sehr gut gerade und wird immer besser. Sehr clean, das Neutral. Der F-Smash, einfach so, okay. Dieses Game hier sieht auf jeden Fall mehr even aus als das erste. Damit hat er sich in Gefahr gebracht, aber wird nicht hart gepunished. Oh, und da kommt der Roller und das war's mit dem Stock. Okay. Ja, also ich glaube, Young Link ist gerade online für eine ganze Menge Trauma verantwortlich. Scouty, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Kann sie Pfeile halt einfach nicht dodgen, ne? Okay. Ja, die Nair wird auch langsam ziemlich stark. Oh, Bombe. Oh, okay, cool. Gute Technik hier von Fuego, von Belcampo. Und wir haben einen Commentator, einen neuen. Buenos dias. Yeah, Oni Shin. Ja, bisher auf jeden Fall ein spannendes Set. Du siehst, Fuego Elo führt gerade, was Games angeht. Das ist ziemlich interessant an dem Pool, weil die hatten ja schon vorher einen Upset in dem Pool. Ja, genau. Skaddy wurde von Belcampo 3-1 besiegt. Und wir hatten ja letztes, ich hatte eben schon drüber geredet, wir hatten letztes Mal auch schon so eine Situation in den Pools, wo es wirklich Nailbiter war und der First Seed dann gedrowned ist.
Und Linotox, der ist ja jetzt gerade in diesen Landesmeisterschaften mit drin, also Top 4. Ich glaube, das waren Ruven, Niceface oder SDN. Nee, Ruven, SDN, Linotox und Ian. Ja. Ian konnte leider auch nicht da sein, krank geworden. Aber auf jeden Fall auch einer der Spieler, die am meisten dazugelernt haben in letzter Zeit. Okay, also, diesmal sieht es anders aus. El Fuego Elo sehr eingeinkt schon. Der Damage ist da, schon über 100% auf dem letzten Stock. Er braucht jetzt diesen Kill. Oh, oh, das war schön. I see. Cool. Er braucht ihn oder er kriegt ihn da einfach, ganz simpel. Okay, und es geht weiter. Kann er hier noch ein bisschen Damage machen? Er braucht mehr Damage auf Belcampo. Oh. Oh, der Jump. Okay. Das ist nämlich immer auf jeden Fall ein Risiko, wenn man aus einer Combo rausspringt. Wenn man danach gecatcht wird, dann ja, ist der Jump weg. Oh. Oh mein Gott. Macht er das wirklich? Das ist der Damage, den er braucht. Macht er das wirklich? Ich glaube, er macht das jetzt. Oh. Oh. Er fischt schon. Okay, wichtiger Befreiungsschlag hier gerade für Belcampo. Oh oh. Oh mein Gott, und das ist wieder ein Nailbiter. Oh nein, das war's, oder? Ja. Ja, das war's. Diesmal schafft es Belcampo hier mit dem Roller. You see him rolling. Und es steht 1-1. Er schafft's auszugleichen. Sehr gut. Sehr nices Gameplay hier gerade. Ich denke mal, das Set, was danach kommt, wird dann auch Skeddy gegen Fuego Elo sein. Weil Belcampo ist durch. Und ja. Jetzt gerade kann Skeddy nicht gegen ihn spielen, weil er gerade selbst im Game ist. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was der Pool noch so sagt. Es steht 1-1. Das ist auch ein wichtiges 1-1. Also sollte Belcampo das verlieren, dann sind das halt zwei Sets, die 3-1 ausgegangen sind. Ne? Deswegen, ne? Also, ja, mal gucken. Ja, dann wird das vor allem das nächste Set wichtig, halt Skeddy gegen Fuego Elo. Ja, ich glaube, traditionell ist das auf jeden Fall eher ausgegangen für Skeddy, aber also Fuego Elo bisher ziemliches Level-Up. Und ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn er irgendwie aus dem Pools kommt. Skeddy, eben schon Doubles gewonnen, mit einem gewissen Cool. Aber ja, das Set gegen Belcampo verloren. Oh. Das reicht noch nicht, aber jetzt gerade macht Belcampo hier, er zeigt auf jeden Fall, was er so adapten kann. Wow, echt krass. Einfach so ein bisschen overcommitted von Fuego Elo, weil er zwei Downtails versucht hat, aber direkt ein Upsmash. Das war auf jeden Fall ziemlich clean. Und hier direkt Uphill Battle für Fuego Elo. Aber der ist ja eben auch schon zurückgekommen. Das war nicht verschätzt von Fuego Elo. Das war tatsächlich der Roller. Also die Farbspur am Boden hat das Ganze so merkwürdig gemacht, weil er dann einfach slower ist. Das ist eine Sache, die wenige wissen und auch wenige achten, weil das kann echt schon bei diesen Micro-Interactions halt viel ausmachen. Halt. Auf jeden Fall. Okay, wir haben Bomben, wir haben einen Pfeil, einen Bogen, einen Boomerang. Aber kein Kill. Der könnte jetzt kommen, er ist in der Advanced-Situation und er bombt sich selbst. Ja, es ist halt wahrscheinlich taktisch halt, um ein bisschen mehr Rage zu kriegen, da der nächste Move killt. Oh, ja. Schöne Down-Air, okay. Bisher habe ich wenig mit Abi gesehen, das finde ich ganz interessant. Natürlich, wenn die Abi whifft von Liang Ling, dann... Ja. Oh, da ist sie, okay. Ich vermute, das Problem ist halt... Ja, genau, dass er... Na eben gepackt. Oh, schön. Schöner Bait. Hier gerade mit dem. Viele safe Moves, die halt nicht von Abi gepunished werden kann. Ich glaube, da ist er ein bisschen unsicher, halt, wie und wann er das machen kann, halt im Endeffekt. Okay. Ledge Situation. Ich hätte ja jetzt gerade auf einen Jump getippt. Oh. Schön. Okay, das Ganze ist jetzt sehr viel mehr even als noch am Anfang. Wir müssen mal schauen, kann er hier irgendwie den Kill bekommen? Jetzt gerade muss er patient bleiben. Er hat genug Projektile. Oh,
Er hat da auf jeden Fall... Oh, der Upsmash. Okay. Also die beiden haben beide haben gerade überhaupt keine Probleme zu killen irgendwie. Knappe Kiste. Macht mal ein bisschen Lärm hier. Fuego Elo Bruderschaft. Wo ist der Kult? Oh. Fuego Elo, er braucht deine Energie, Scouty. Ja, genau. Hebt mal eure Hände hoch, Genki Dama. Oh. Oh, und gerade sieht das wirklich gut aus für ihn. Das kann das Match sein, wenn er jetzt... Das Ganze ist natürlich kein Best of Three, aber... Das ist es. Und das reicht. Jo. Jo. 2-1 hier gerade für Fuego Elo. Und sollte er diesen Sieg bekommen, ist das auf jeden Fall ein Level-Up für ihn. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre sein bester Sieg bisher. Jetzt im Silber-Bracket hat er bisher auch schon ziemlich rasiert. Ich bin mir nicht sicher, ob er gewonnen hat, aber er ist mindestens Zweiter geworden. Und ja, auch im Silber-Bracket haben wir auf jeden Fall ziemlich starke, eine ziemlich starke Top 3 bis 4, auf jeden Fall. Also 3 bis 4 richtig starke Spieler sind da auch immer bei. Einfach weil im Norden nicht nur die Top 8 stark ist, sondern es sind einfach sehr viele Spieler, die da immer... ja, zu kurz kommen. Und die sind dann halt im Silberbracket drin und machen das ganze Hype. Oh. Jo, was geht? Also, jetzt gerade spielt Fuego auf einem anderen Level. Das ist krass. Also, das Momentum echt vom letzten Game einfach mit und er zerstört gerade echt Babykampf, muss man sagen. Also ich wollte nämlich schon sagen, also während des zweiten Games ist mir so aufgefallen, so der Projektil-Spam, den Youngling eigentlich so hat, der wird gar nicht so richtig hart genutzt. Und jetzt am Ende des zweiten Games und jetzt auch am Anfang oder des dritten Games, oh, das war's. Er hat versucht, ihn, das war cool. Das wäre nasty gewesen. Ja. Worauf ich hinaus will, er spammt auf jeden Fall deutlich besser. Und das ist auch schon die erste Abwehr. Der erste Kill. Wichtig. Oh, er bekommt ihn noch. Und da muss Belcampo auf jeden Fall aufpassen. Er ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal in die Up-B reingelaufen. Und man hat genug Zeit, da zu punishen auf jeden Fall. Und ich glaube, er hat auch die Range dafür. Jetzt gerade ist das wirklich so, er spielt ziemlich... Flow-mäßig, also er ist so richtig in seiner Zone drin und macht einfach, worauf er Lust hat. Auch so mit den Down-Airs. Vielleicht nicht unbedingt safe oder so, aber vielleicht erwartet man das einfach nicht. Oh, das war, glaube ich, ja, das war der Jump. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so, Scouty. Man sieht es auch an den Results. Er hat auf jeden Fall ein paar heftige Steps gemacht. Ist einfach bei vielen Turnieren auch online gewesen. Immer schön reingegrindet und das ist dann das Resultat. Oh! Schöner Upsmash und jetzt hier gerade Momentum für Belcampo. Momentum, was er braucht, denn er liegt 2-1 hinten. Jetzt gerade hat das schon fast ausgeglichen, aber es ist immer noch für Fuego Elo gerade. Oh! Könnte killen? Ja. Ja, das killt. Okay, und das ist die Führung hier jetzt gerade für Belcampo. Die hat er auch gebraucht. Kann er den Stock noch halten? Vielleicht noch eine Combo reinkriegen oder mehr? Oh, und er kriegt den Kill. Das ist ganz wichtig. Turn it up. Was geht? Und das wird hier jetzt gerade wirklich wieder spannend. Er könnte 3-1 gewinnen. Das wäre so, ja, das Cursed-Ergebnis. Ne? Und er kriegt 3 oder 4 von den Teilen ab. Macht hier schön Damage mit Spam. Und das ist immer schön, wenn man einen Charakter hat, der einfach schön reinspammen kann, wenn in Situationen, wo naja, wo es wirklich nervös wird. Weil da macht man Fehler und da wird man auch getiltet von sowas. Mhm. Okay, der Air-Dodge wurde hart gepunished von dem F-Smash. Jetzt gerade berappelt sich Belcampo wieder. Er hat ihn auch im zweiten Game am Anfang mit vielen harten Moves oft getroffen, auch mit Smashes und allem. Also sieht er anscheinend schon Holds. Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Er versucht ihn auf jeden Fall mit so Microspacing gerade zu bekommen. Er versucht den Roller zu bekommen, indem er so einen kleinen Schritt nach hinten läuft und dann Roller, da war es wieder. Was auf jeden Fall auch eine gute Taktik ist gegen Leute, die overextenden. Oh, die Abwehr killt noch nicht.
okay, das wird gepunished. Er ist offstage. Mal gucken, was Fuego so machen kann. Oh, Overextension, aber ja, die näher gute Frame Data, wie wir wissen. Der Roller ist scary, so wie Syntec das sagt. Könnte in jedem Moment für den Kill sorgen, aber Inkling hat auch noch andere Tools. Die Back Air zum Beispiel, ein sehr guter Move von Inkling. Okay, da ist er wieder. Offstage. Oh, nicht getaggt. Oh! Oh, au. Diese verdammten übersteuerten Moves. Okay, ich hoffe, ihr habt das nicht so laut gehört wie wir. Ich schiebe jetzt mal mein Mic ein bisschen nach hinten, damit das vielleicht nicht so übersteuert. Aber ja, es war Hype und es steht 2-2. Also der 3-1-Cursed ist auf jeden Fall gebrochen. Von daher, selbst wenn er das hier verlieren sollte, hat Belcampo gute Chancen, hier weiterzukommen auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, der wäre sogar safe weiter. Kann gut sein, ja. Einfach weil er 3-1 gegen Skate, das heißt halt im Endeffekt, wenn er... ich glaube, es gibt kein Szenario, wo einer von, wo beide noch gleichzeitig halt weiterkommen könnten. In dem direkten Vergleich. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt. Ich hol schon mal mein Handy raus. Hype auf jeden Fall halt. Und guck mir das Ganze hier mal an. Ich ruf schon mal das Bracket auf. So, mal schauen, wie Game Nummer 5 ausgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das war sehr cool bisher, das Set. Es hat delivered. Und jetzt gerade macht Ole das sehr, sehr gut. Patient nutzt das Ganze gut aus und weiß auch, was die Leute wollen, wenn sie vollgespammt werden. Wenn du von Pfeilen vollgespammt wirst, dann willst du natürlich springen. Weil selbst wenn du schildest, kommst du da nicht wirklich durch. Und ja, das kann er dann wiederum mit dem Boomerang punishen. Oh, 119 schon. Wenn jetzt wenn Fuego jetzt das Game, den Stock holt, dann wird das auf jeden Fall sehr schwierig für Belcampo, das Ganze zurückzuholen. Aber er hat dann natürlich immer noch 2 Stocks. Sind early in Game Nummer 5. Und egal, wie gut, wie dieses Set ausgeht, ist auf jeden Fall ein gutes Replay, was man watchen kann auf YouTube. Anyzeit Smash. Kurzer Plug und es geht direkt weiter. Fuego hat einfach den Stock geholt gerade. 72%, das sieht im Moment sehr gut aus, aber Belcampo auf jeden Fall ein Spieler, der klatsch ist. Sehr klatsch. Oh, jetzt gerade. Ah, okay. Vielleicht versucht ein bisschen den Air Dodge zu baiten. Oh, war es das? Ja, safe. Okay. Gut. Wir sind hier also wieder neutral auf dem zweiten Stock. Und genauso wollen wir das ja auch. So, 2-2. Also, Fuego Elo macht hier wieder Druck an der Edge. Belcampo steht da und schildet. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Nur das Schild wird lower und wenn man getroffen wird, ist halt blöd. Aber man muss natürlich auch wissen, wann man sich was leisten kann. Und manchmal kann man sich nicht leisten, einfach da aus der Situation rauszuspringen. Und das ist schon wieder ein Stock für Fuego Elo, der jetzt ja gerade mit 38% in Führung geht. Yo! Oh, Punish. Oh, die Abwehr sitzt nicht. Die wäre sehr, hätte er auf jeden Fall gut gebrauchen können. Jetzt hier gerade nochmal auf den letzten Stock schön ein bisschen Damage. Er will nicht. Oh, die Leute schreien schon. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Wahrscheinlich nicht, aber es steht auf jeden Fall eine ganze Crowd dahinter. Ey, sorry, ich mach mal kurz ein Foto, ja? Und oh, okay. Die mir gerade ziemlich gehabt. Knapp, ja, könnte er mit der Babykappe das Comeback machen. Das wäre ziemlich krass, denn dann wäre der Klappchen auf jeden Fall 100% der Erste. Oh, das müssen wir sehen halt hier. Foto, da bin ich wieder. Und wir sehen, okay, Belcampo hat den Stock geholt. Oh mein Gott. Oh, und er macht das clean auf jeden Fall gerade ganz patient. Einfach ein bisschen voll inken.
Schön ausgewichen hier gerade, ein bisschen eng getankt gleichzeitig. Oh mein Gott. Last Hit wird das, oder? Das killt noch nicht. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Er ist jetzt einfach, jetzt dead even und Link ist blau. Was ist das? Ab hier? Nee. Okay, oh, so nicht viel Damage. Range. Okay, also Fuego braucht jetzt unbedingt ein bisschen Room. Oh! Er braucht jetzt Room, er braucht jetzt Projektile. Einfach, um wieder durchatmen zu können. Das ist nur der Damage. Max Rage. Ein Hit könnte das Ganze beenden. Es geht um Top 8 hier gerade. Oh! Backdoor killed. Backdoor killed. Ja. Oh, oh, er überlebt. Er überlebt. Oh mein Gott! No, der State Spike! Oh mein Gott! Oh, der State Spike. Und das ist das 3:1 hier gerade für Belcampo, der das Ganze hier Last Hit einfach zieht. Das war richtig Holy klar, moly. Geile Sache. Das war wirklich crazy gerade. Oh mein Gott. Okay, also 3:2 Belcampo. Das war wirklich insane, das Set.